Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen zurück zu Hitman 3. Lautloser Killer Anzugpflicht heute in Dartmoor unterwegs. Ich synchronisiere das gerade nach, da ich das vorhin einfach mal beim Spielen aufgenommen hatte. Der Part ist in zwei, das Video ist in zwei Parts unterteilt. Zum Beispiel diesen Weg jetzt hier gerade hatte ich später aufgenommen als den zweiten Part nach dem Speicherpunkt. Da ich das einfach mal aufgenommen hatte, als ich da ein bisschen am Rumprobieren war, und deswegen habe ich diesen Teil später dann aufgenommen, damit ihr einfach mal seht, wie ich überhaupt dorthin gelangt bin, bevor ich gespeichert hatte. Aber naja, spielt keine Rolle. Ich wollte auf jeden Fall mit der Schneckenbombe irgendwie einen Kill versuchen, also mit dieser Annäherungs-Schneckenmine, die man durch das 7-Todsünden-DLC freispielen kann. Ja, damit wollte ich irgendwie was starten und das hat dann auch ganz gut geklappt. Deswegen hatte ich das dann ohne Mikro aufgenommen und das einfach mal gespeichert. Und das hat so gut geklappt, dass ich euch diesen Weg einfach mal zeigen wollte. So, ihr seht ja gerade, was ich da gerade tue. Wieder mal einfach sehr nice hier die Zeitung mitgenommen, die wir später brauchen. Ja, da hole ich gerade mein Schmuggelobjekt ab, was wir eigentlich nicht gebraucht haben. Denn, naja, das ist einfach nur, damit das alles zeitlich passt. Ihr werdet ja sehen, was passiert. Also, das ist wirklich mein bisher bestes Play, würde ich sagen, was ich jemals gespielt habe. Also, da war ich so baff, dass das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und naja, wir wollen auf jeden Fall in das Büro hier, wo der Sekretär, der Alexa da drinne ist. So, da müssen wir kurz warten da auf den Typen. Und ja, also da war ich wirklich, also ihr werdet ja sehen, was passiert. Also als das geklappt hat, ich bin vollkommen durchgedreht. Das ist so nice gewesen. Das ist auf jeden Fall diese Schneckenbombe. Spielt so eine schöne Trillermusik auf jeden Fall. Und ja, da locken wir den an, der Sekretär da hinten. Kriegt das alles gar nicht mit. Das ist ganz nice. Der ist da am Telefonieren und ist abgelenkt. Und ja, so, deswegen konnten wir ihn da einfach wegmachen. Ganz easy. Und natürlich hier die beiden Körper verstecken. Ne? Also, ja. Das war auf jeden Fall sehr nice. Ja, das ist wie üblich. Ne? Schön die Körper hier verstecken. Und gleich nach dem Speicherpunkt geht's los. Also das sage ich euch, das ist wirklich das Beste. Hier bin ich dann am Speichern. So, jetzt kommt der eigentliche erste Part. So, ich schmeiße dort die Bombe ins Zimmer. So, löse eine Zielisolation aus. Also erstmal warte ich da, bis da auf der Minimap sie sich in den Flur begibt. Und sobald sie das getan hat, drücke ich den Auslöser. Das Ziel wird isoliert und sich in diesen Raum begeben. Dort platziere ich die Schneckenbombe und verstecke mich in dem Geheimraum. Und dadurch, dass wir diese Schneckenbombe an der Tür platziert haben, werden die alle drei betäubt. Da seht ihr jetzt, paff, alle drei werden sie schön vergiftet und kippen einfach nur um. Ja, es ist super nice gelaufen. Diese Musik auf jeden Fall, diese Spieluhr macht das alles noch ein bisschen besser. So, da steht auf jeden Fall, der Körper wurde gefunden, deswegen habe ich mich da gerade mal ein bisschen umgesehen, aber das war nur ein Bug. Und jetzt kommt das Beste. Zu dieser Musik sie einfach aus dem Fenster schmeißen und ja, da landet sie auf dem PKW und löst den Autoalarm aus. Das ist halt einfach das Beste. Da wollte ich gerade instinktiv laden. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter zu der Fallakte. Also ich muss schon zugeben, das ist schon einzigartig, das Play gewesen.
Das hat mich so dermaßen gefreut, dass das geklappt hat, mit der Schneckenbombe da irgendwie was zu klären. Oh Mann, da war ich echt stolz auf mich selbst. Also, das passiert nicht oft, aber da war ich's wirklich. Also, das ist unglaublich gewesen. So, das ist auf jeden Fall der Weg, der sichere zu der Fallakte. Da muss man jetzt gleich da auf diesen Typen Acht geben. Aber naja, ne, das sehe ich alles und ist alles ganz easy. So, die Zeitung, die wir vorhin aufgenommen haben, wird jetzt eine wichtige Rolle spielen für den Typen, der da unten Wache hält. Da sehen wir es, da hatte ich gerade ein anderes Item wie bei dem, wie bei der ersten Hälfte. Deswegen, ja, da zeigt es sich, dass es halt zwei verschiedene Runs waren, aber ich wollte euch halt den Hinweg zeigen. So, sonst hätte ich da in diesem Büro gestartet und dann. Das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd gewesen. Naja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, wie immer, 1975, ganz easy. Und ja, und wieder jetzt hier das Level verlassen. Das war's, zack. Also, das hat mich wirklich gefreut, dass ich da so ein lautloser Killer-Anzugpflicht Run hatte, der einfach smooth daherging, perfekt mit der Schneckenbombe. Dazu noch passend hier den Skin von dieser, von der Faulheit DLC, von dem Faulheit DLC. Das ist einfach perfekt gelaufen. Also, ja, und ich hoffe, dass mit der Synchronisierung hier alles ganz perfekt, da gehe ich ganz easy an ihm vorbei. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung, die ihr euch mal aktivieren solltet. Und ja, jetzt müssen wir nur noch dort zum Ausgang. Da müssen wir immer aufpassen. Der Wachmann patrouilliert da rum. Die fegt da und guckt auf den Boden. Deswegen kann sie uns nicht wirklich sehen. Das ist ganz nice. Ich habe da gerade hier die Sicht an, weil ich halt einfach in Panik war. Aber naja, so habe ich es geschafft. Und das ist alles ganz nice gelaufen. Lautloser Killer, Anzugpflicht erledigt. So. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Das Video geht zu Ende, deswegen muss ich ein bisschen schneller reden. Bis dann. Tschüss.